Yo, Freunde, was geht ab? Heute haben wir einiges vor. Als allererstes wird Aimi ein kleines Airsoft-Training absolvieren, weil sie eigentlich noch nie was in ihrem Leben mit Waffen am Hut hatte und noch nicht mal Call of Duty oder sowas gespielt hat. Und da wir in Zukunft vorhaben, auch mal zusammen gegen andere zu spielen, macht das, glaube ich, Sinn, dass ihr wenigstens mal so die Basics lernt. Ja, wahrscheinlich schlecht. Dann möchte ich heute unbedingt mal diese Airsoft-Granate testen. Also wir werden uns anschauen, wie die funktioniert und dann auch mal einen richtig schönen Praxistest in einer Airsoft-Schlacht machen. Also Airsoft-Schlacht wird es heute auch geben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt dran. Falls ihr noch mehr Airsoft-Videos sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da. Und noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Es gibt jetzt neue T-Shirts mit richtig geilen Designs. Link ist unten in der Beschreibung und nichts mehr. Beginnen wir mit dem Airsoft-Training. Ja, ihr kennt mich, Freunde. Professionalität wird hier klein geschrieben. Also wenn wir die nächste Schlacht verlieren wollen, dann sollten wir dieses Training absolvieren. Let's go! Als allererstes machen wir jetzt ein Schießtraining. Dazu habe ich hier einfach drei Ziele an unsere Wand geklebt. Und wir machen das, damit Aimi so ein bisschen den Umgang mit der Airsoft übt. Ey, du musst so einen Schlitten nach hinten ziehen. Oh Gott. Ich wollte gerade so eine richtig geile Aufnahme machen und dann schön alles mit Musik zusammenschneiden, aber da habt ihr schon gesehen, ja, man merkt auf jeden Fall, dass da Defizite vorhanden sind, sage ich mal. Die erste Übung besteht nämlich darin, das Magazin einzuführen und dann muss man die Waffe spannen. Dann drei Schuss auf jedes Ziel, von links nach rechts. Die Sicherung werden wir bei dieser Waffe jetzt mal überspringen, weil... Ach, das ist hier irgendwie so locker, ey, schon. Das funktioniert nicht mehr so richtig. Okay, komm, jetzt aber. Geile Aufnahmen mit Musik. Ja, Mann, klappt auf jeden Fall schon viel besser. Ich sehe einen Fortschritt bei dir. Das bedeutet, du bist kein hoffnungsloser Fall. Und worauf wir jetzt auch geachtet haben, was wir jetzt auch eingebaut haben, jedes Mal, wenn man halt das Magazin reinsteckt oder generell mit der Pistole rumhantiert beim Schießen, dass der Lauf halt immer vor einen Richtung Boden zeigt. Jo! Nicht, dass du jemanden aus Versehen in den Arsch schießt, oder? Ja, dir zum Beispiel. Oder einen Sack. Wie gestern. Pistolentraining ist für heute beendet. Wir machen das Ganze gleich auch nochmal mit dem Gewehr. Ansonsten, was wir aber zuerst machen jetzt, ist ganz kurz taktisches Training, nenne ich das jetzt mal. Wir besprechen, wie wir das machen, wenn wir in Deckung sind, wie wir da rausgucken, so dass man möglichst wenig vom Körper sieht und möglichst Trefferfläche dem Gegner bietet. So, da ist ein Gegner. Schnell gucken und schießen. Gucken. Okay, Thema Deckung haben wir besprochen. Weiter geht's jetzt mit, wie sieht das aus, wenn man die Position wechselt. Also ich würde immer, wenn ich weiß, wo der Gegner ungefähr ist und ich meine Position wechseln will, würde ich den Gegner beim Laufen abschießen. Denn so hat er das Gefühl, dass ich ihn gerade abschieße. Vielleicht merkt er gar nicht, dass ich mich gerade verschiebe und dann ist die Wahrscheinlichkeit halt niedriger, dass du abgeschossen wirst. Genau, richtig. Ja. In der Praxis sieht das dann ungefähr so aus. Ich möchte mich jetzt verschieben von dieser Position hier da vorne zu der Waschmaschine. Der Gegner, der befindet sich irgendwo hinten am Auto. Und dann gucke ich erstmal ganz kurz, ob ich irgendwas sehen kann. Und let's go. Ich muss natürlich auch noch entsichern. Du bist schon wie ich. Das hast du ja abgeguckt. Ja, Mann, du bist voll der schlechte Einfluss. Aber jetzt, let's go. Okay, ich habe es geschafft, mich zu verschieben, ohne getroffen zu werden. Du bist dran. Ich habe Saumuskelkater in den Beinen, aber ich renne jetzt einfach. Alter, Aimi geht voll ab, ey. Okay, das war es erstmal mit dem Training für heute. Wir sind auf jeden Fall wirklich sehr motiviert, uns zu verbessern. Deswegen werden wir nach und nach üben. Wir wollen nämlich als Team gegen andere Teams antreten und wir wollen auch ein würdiger Gegner sein. Weiter geht's jetzt mit der Granate. Puh, wie man die bedient, betätigt, keine Ahnung. Ich schaue mir erstmal ein YouTube-Video an. Ganz genau so werde ich das machen. Ach, und noch was, Verbesserungsvorschläge sind sehr gerne in den Kommentaren gesehen.
Ich lese mir jedes Kommentar durch. Die Airsoft-Granate, die funktioniert wirklich sehr, sehr simpel. Ist übrigens die Storm 360. Ich denke mal, 360 steht für 360 Grad. Also das Ding wird wohl in jede Richtung feuern. Schritt Nummer 1 ist, man muss Gas da einfüllen in diese Öffnung hier. Schritt Nummer 2, man muss Airsoft-Kugeln da reindrücken in diese Öffnung hier. Und da passen viele Kugeln rein. Das hat schon ganz schön lang gedauert. 150 ungefähr, glaube ich. Wir werden jetzt einen richtigen Praxistest machen. Wir hatten ja neulich die Situation, Amy war in diesem Bauwagen. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Sie hat aus den Rillen mich abgeballert. Ich hatte eigentlich gar keine Chance. Wir werden das jetzt so machen. Ich ziehe meine Montur an. Ich gehe da rein. Amy wird den Splint ziehen, die Granate reinwerfen und dann werde ich halt erfahren, wie effektiv das Ding ist, ob mich das Ding erwischt und ob das wehtun wird. Also es wird ein richtig geiler Praxistest. Wir bereiten alles vor und dann werdet ihr mich da drin sehen. Oh, fast hätte ich vergessen zu erwähnen, wie die überhaupt auslöst. Also man zieht den Splint und dann ist die breit. Und wenn die irgendwo aufschlägt, löst sie aus. Also vom Aufschlag her, vom Aufprall her, geht das Ding los. Das bedeutet, man kann Splint ziehen, da kann man die schon ein bisschen in der Hand halten. Und sobald die halt irgendwo aufschlägt, bam, 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 bam. Okay, ich gehe jetzt rein in den Bunker. Meinst du, ich treffe überhaupt das Loch? Stell dir vor, du triffst das Loch nicht, ey. Boah, ey, ich bin nicht so die Beste im Werfen. Du schaffst das schon. Finde ich echt nett von dir, dass du dich opferst. Ich denke, ich bin gut geschützt. Wir gehen rein. Freunde, ich stelle mich jetzt so wie Amy hin und versuche irgendwo hier durch den Schlitz zu ballern. Ich weiß nicht, wo sie hier überhaupt durchgeballert hat. Da oben oder was. Und dann mal gucken, was mich gleich erwartet. Boah, ich bin so gespannt. Splint ist gezogen. Viel Spaß damit. Boah, ist hier eine Party. Boah. Alter. Oh, ich muss sagen, ich habe erstaunlich wenig gespürt. Nur so ein bisschen unten an den Beinen. Da hat mich die Hose auch ganz gut geschützt. Aber das lag auch daran, dass die Granate einfach hier dazwischen gelandet ist. Und sehr viel wurde halt abgewehrt durch das ganze Holz hier. Das hat mich nur durch diesen Schlitz getroffen. Nichtsdestotrotz wäre das definitiv ein Hit gewesen. Was gut an der Granate ist, man kann die beliebig oft benutzen, bis sie halt irgendwann kaputt ist, denke ich mal. Also wir füllen das Ding jetzt wieder auf, machen nochmal einen Praxistest draußen. Im zweiten Praxistest werde ich die Granate jetzt einfach da auf den Boden werfen und wir werden zuschauen, was sie macht. Gleichzeitig versuche ich auch noch Slow-Motion-Taste zu drücken und vielleicht fangen wir das Ganze in Slow-Motion ein. Also Splint ziehen, Granate werfen, zugucken, Slow-Motion-Taste nicht vergessen zu drücken. Freunde, ich bin aufgeregt. Ich bin sowas von aufgeregt. 3, 2, 1, bang! Boah! Hatte ich einen Schuss erwischt? Mm-mm. Mich auch nicht. Oh Gott. Traurig, oder? Ja. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, da bin ich enttäuscht. Also ich habe schon erwartet, dass ich jetzt ein paar Kugeln abbekomme. Ich meine, so weit stand ich jetzt nicht entfernt. Vielleicht ist sie ja dumm gelandet oder so. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Versuche machen, indem wir jetzt eine Airsoft-Schlacht machen und wir wechseln uns ab. Einmal bekomme ich die Granate mit, dann in der nächsten Runde Amy. Also wir nehmen uns mal ein paar Waffen und dann sehen wir uns auf dem Schlachtfeld in diesem Gulag. Bist du bereit, Amy? Ja. Ich bin auch bereit. Let's go! Also eigentlich bin ich nicht bereit, aber... Wieso? Heute voll geiles Training absolviert. Du musst jetzt bereit sein. Okay. Wir spielen mit den elektrischen Gewehren, High-Cap-Magazin. Ich finde, damit hat man am meisten Spielspaß. Und Freunde, ich habe die Granate dabei. Ich hoffe, ich kann sie in dieser Runde gegen Amy einsetzen. Auf jeden Fall musste ich erstmal zu ihr vordringen, etwas näher zu ihr gelangen. Und das werde ich jetzt versuchen. Und ich muss sie erstmal ausfindig machen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich hoffe, sie ist in irgendeiner Deckung. Und dann werde ich hier auf jeden Fall sehr schön geben mit der Granate. In der Hoffnung, dass ich sie treffe. Jetzt geht's ab mit Granate. Warum kriegt der die eigentlich am Anfang?
Ich habe das Gefühl, ich bin das schlechtere Glied in der Kette, beziehungsweise das schwächere. Sollte ich doch eigentlich Vorrang haben, oder? Naja, heute ist auf jeden Fall extrem heiß. Ich sehe ihn schon. So, was habe ich heute gelernt? Oh, oh. Ah! Hit! Alter, das gibt's ja gar nicht. Nee, oder? Leck mich, ey. Mein Training hat geholfen. Jetzt krieg ich die Granate. Hier. Alter. Dankeschön. Es tat voll weh, ey. Das war so ein guter Schuss. Ey, man sah meine Schulter so ein bisschen aus der Deckung rausgucken und bam, schon erwischt. Ja, habe ich ausgenutzt. Boah, das war eine schnelle Runde. Geil. Und jetzt habe ich die Granate. Also, wir haben hier eine tolle, schöne neue Deckung. Die werde ich jetzt auch gleich mal nutzen. Oder vielleicht auch nicht. Ach komm, ich probiere es einfach. Oh Mann, das war ja mal nix. Das war ein schöner Fail. Was ich jetzt machen muss, ich muss Amy richtig unter Druck setzen, sodass sie auf jeden Fall nicht zur Gelegenheit gelangt, die Granate zu werfen. Und ich muss sie auf jeden Fall auf Abstand halten. Sowas von auf Abstand halten. Ich glaube nämlich, sie kann nicht so weit werfen. Okay. Ach, eigentlich ist das dumm. Eigentlich ist richtig dumm. Nee. Ich gehe weg. Ich wähle dich jetzt hier hin. Mal rauslinsen, wo er denn sein könnte. Oh, ich sehe ihn schon. Okay, alles klar. Ich versuche mich mal hier hoch zu angeln. Ich gehe am besten auf die Leiter. Da bin ich auch von der Granate geschützt. Bisschen aufgeregt bin ich. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo er hin ist. Wo bist du? Die Leiter hat einen großen Nachteil und zwar brauche ich echt lange, um wieder runterzukommen. Ah, doch, ich kann eigentlich so schnell in Deckung gehen. Oh! Alter, die Granate hat mich erwischt! Junge, was war das denn? Die ist hier aufgekommen, kamen Kugeln raus, hier kam Kugel raus, da kam Kugel raus. Sehr harter Wurf, aber die Granate hat es unbeschadet überstanden. Ja klar, hier ein paar Dellen oder so, aber ich denke, die ist noch funktionsfähig. Hast du noch den Splint oder hast du den Splint weggeworfen? Nee, weggeworfen habe ich nicht. Boah, ich war gerade so perplex, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich habe einen neuen, richtig geilen Spot. Und wisst ihr noch was? Wir müssen hier diese Deckung aufstellen. Ey, was ist das denn? Das Ding ist ja gebrochen. So war das. So habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Naja, dann gehe ich mal dieses Mal hier hin und ich beobachte erstmal. Ich gucke erstmal, wo sie ist. Jetzt sagt er die Granate. Jetzt sollte ich mir echt was überlegen. Wenn die hier geflogen kommt, ne? Habe ich ein Problem. Oh, der weiß schon, wo ich bin. Folgender Plan. Ich gehe jetzt davor. Von dort gehe ich dann wieder nach links und dann werfe ich die Granate dahin und dann kriege ich sie auf jeden Fall. Ja, mal einen schönen Pre-Fire. Oh Gott. Nee, man, sie ist jetzt beim Auto, oder? Sie ist echt beim Auto. Das wird schwierig, dort die Granate hinzuwerfen. Aber ich versuche mein Bestes. Der Splint ist übrigens schon gezogen. Alter. Jetzt Granate, Alter. Nein, ich hab vors Auto geworfen. Oh, Alter, das war knapp, glaube ich. Das war richtig knapp. Amy ist wirklich sehr gut geworden. So, rauslunzen. Oh, nee, es funktioniert nicht. Ich brauche mehr Kugeln. Oh, ich glaube, ich habe kaum noch welche drin. Ich habe echt kaum noch welche drin, verdammt, ey. Ich brauche Kugeln. Ey, warte, ich muss kurz Schuh binden. Ah, Schuh zu binden, okay. Bind mal schön deinen Schuh zu. Ein bisschen tun, so tun, als ob ich schieße, damit sie ja nicht auf die Idee kommt, hierher zu kommen. Ich bin bereit. Du hast die Munition geklaut. Alter, was Scheiße.
Freunde, ich muss gleich stürmen. Ich muss gleich stürmen, sie ballert da durch den Schlitz schon wieder. Ich muss gleich sowas von stürmen. Ich bin einfach zu lahm. Auf die Plätze, fertig. Ja, hab ich dich. Ja. Scheiße, du warst so schnell auf einmal. Ja, Mann, ey. Gute Strategie, oder? Ja. Alter, ich war so dumm, ey. Ich hab die Granate einfach nicht weit genug geworfen. Ja, es ging nur vorne los. Ich hab's gemerkt. Ey, guck mal, die ist noch aktiv. Guck. Oh. Hab ich erwischt? Ja. Tat weh? Ja, man merkt schon. Ey, das ist ja lustig, dass sie immer so hüpft. Voll der Hüpfer, ne? Ja, Mann. Jetzt ist sie nicht mehr aktiv. Jetzt ist das ganze Gas draußen. Also ich glaube, so auf offenem Feld ist die Granate nicht so stark. Aber im Gebäude, boah, Alter, wenn du in so einem Raum stehst und ich treffe die Tür, ich treffe in den Raum rein, ich glaube, dann ist Game Over, oder? Das glaube ich auch. Alter, Aimee hat richtig gut gespielt. Ohne Witz, da muss ich sie an dieser Stelle mal loben. Das Training hat sich schon ausgezahlt. Puh, wenn Aimee jetzt die Granate werfen wird, dann war das die letzte Runde. Wenn nicht, machen wir noch eine Runde, weil die Granate ist ja noch aktiv und ich will sie unbedingt benutzen. Ich will sie mal so richtig einsetzen. Aber falls es heute nicht klappt, machen wir das nächstes Mal, wenn wir im Gebäude spielen. Das wird auf jeden Fall wirklich sehr spannend. Dazu möchte ich noch solche leuchtenden Kugeln bestellen und so einen Tracer, damit man die Kugeln schön fliegen sieht. Denn im Gebäude ist es ein bisschen dunkler als hier im Hellen. Da lohnt sich das auf jeden Fall schon. Also, ich muss jede Menge Zubehör bestellen. Ich glaube, jeder braucht Granaten, Alter. Und neue Magazine und Pistolenholster und. Ich habe so Bock auf Airsoft, Freunde. Ich glaube, das wird richtig geil. Okay, Aimee macht wieder den Camper-Modus. Ich versuche jetzt an meine neue Location, an meinen neuen Spot zu kommen. Und zwar diese Leiter hoch und da oben dann balancieren. Da habe ich zwar keine Deckung, aber dafür habe ich High Ground. Oh Gott. Ich schaff's nicht da hoch, Freunde. Aimee lässt mich nicht. Oder lässt sie mich? Ich stehe hier gleich komplett offen, ne? Ich habe Angst, dass ich runterfall. Ich wollte ja gerade sagen, du schiedest doch bestimmt. Oh, das war keine gute Idee, aber ansonsten, ich glaube, der Spot da oben ist schon geil. Man braucht nur eine Deckung. Ich glaube, ich muss da mal was hinbauen. Ey, ohne Witz, Aimee ist richtig gut geworden. Ich muss jetzt schon wirklich sehr aufpassen und schön immer in Deckung bleiben, weil sonst erwischt sie mich, wie ihr gerade eben gesehen habt. Also keine Chance habe ich mehr, wenn ich offen rumrenne. Wie mache ich das? Ich gehe jetzt wieder darüber und mache diesen Modus. Erstmal hier in diese Deckung. Alter, guck, sie ballert schon. Sie ballert einfach schon. Mann, diese Fässer sind so niedrig, ey. Ich glaube, ihre Waffe schießt auch einfach weiter als meine. Ich werde das jetzt wieder so machen, dass ich da rechts hingehe und dann links und schön die Granate zu ihr werfe. Oh yeah, sehr gut. Wir schreiten voran. Ist sie da noch? Alter, irgendwann kommt das ja noch durch die Löcher. Oh ja, sie trifft auch schon besser. Sie trifft echt schon besser. Okay, Freunde, ich mache einen richtig geilen Granatenwurf, ich sag's euch. Ey. Oh, ich habe Angst, dass gleich die Granate geflogen kommt. Oh, oh, oh. Jawohl, jetzt. Jetzt. Oh, nein. Hit, ja. Geil, Mann. Das war richtig gut. Ey, die Granate ist echt schwerer, als ich dachte. Ich habe es wieder nicht geschafft, bis zu dir zu werfen. Aber als du sie fliegen gesehen hast, ey, du bist so schnell aus deiner Deckung gegangen und ich konnte die Chance wahrnehmen und nicht abknallen. Ja, mit Granate ist schon nicht spannend zu spielen. Ja, Mann, wir brauchen mehr Granaten und Granatenwerfer und MG und so ein Zeug. Ach, falls ihr euch wundert, warum wir nicht Full Auto spielen. Full Auto ist werbeunfreundlich auf YouTube. Aber das werden wir in Zukunft auch noch machen. Dann werden wir einfach komplette Runden mit Full Auto durchziehen. Das war schon wirklich ein sehr harter Aufprall. Aber die Granate, die sieht noch gut aus. Und guck mal, wir können die wieder werfen. Guck dir das an. Oh. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das reicht für heute. Wir hatten heute einen erfolgreichen Tag. Wir haben ein bisschen was gelernt, ein bisschen geübt, schöne Schlachten gehabt. Heute hat es wieder wirklich sehr viel Spaß mit dir gemacht. Danke dafür, Schatz. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Airsoft, Ausrüstung, Zubehör und. Lasst einen Daumen hoch dafür, mehr Airsoft-Videos, Freunde. Wir sehen uns. Peace.